Wird davon bestimmt noch träumen. Wir müssen jetzt nach links, habe ich gesagt. Hier müssen wir hin. Okay, warte mal. Irgendwo war hier dieser Eingang zur Kanalisation. War der weiter geradeaus? Moment, ich muss mal gegenchecken nochmal. Aber ja. Ja, wir sind richtig hier. Okay. So, hier müsste nämlich irgendwie... Irgendwie hier unten, warte mal, Treppe runter, war doch ein Eingang. Bitte lass den Eingang hier. Jawohl, von wegen, ich habe keine Orientierung. So findet man die Kanalisation. So, dann mal ab. Los geht das. So, eigentlich sollten wir unten unsere Ruhe haben, oder? Huch, oh. Hat ein bisschen geleckt gerade. Eigentlich sind die ja ziemlich freundlich gesinnt zu uns. Auch wenn man das an dem Blut nicht so ganz vermuten würde. Achso, hier war ja unser Bosskampf, ne? Unser einer. Schlachtfest? Ne, sieht doch immer so aus hier. Bei denen. Das sind dann immer noch Skulls, ne? Ich glaube nur, dass die hier vernichtet worden sind, ehrlich gesagt. Ja, wo das sieht hier... Ja. Das dachte ich mir gerade schon. Das ist einfach zu ruhig hier. Okay, wurde durchsucht, ja. They've all been slaughtered. Prewin. No, not their style. Wer hat die alle gekillt? Die waren halt wirklich freundlich, ne? WTF? Und wie konnten die die finden? Schlachtfest, ja. So, Henry Jones, ihr Zimmer war ja eigentlich ganz hinten. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Oder ist Harriet ausgerastet? Wo bist du? Okay, warte mal. Okay, wir haben... Moment. Blutspur. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive.
Okay, das ist aber nicht Old Bridget, ne? Das ist ein anderer Skull. Okay. Oh je. Oh Mann, das sieht so nach einem Bosskampf aus gerade. Jesus. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, oder wir treten unseren Schöpfer entgegen. Zu dem wir immer recht freundlich waren, Kappa. Hallo? Take not a step further, child, for you are unprepared. You at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier, the well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you. The need for blood. The will to strike and to punish. To spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess. The Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages.
The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is, at the same time, both less and more. Tell me what it is, then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final home. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands, for you are our champion. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Der sieht schon cool aus, ne? Dieser Typ des Blutes. Boah, danach ist erstmal. Uff! Ich hab zu viel Rot gesehen. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass uns da oben. Warte mal, da steht ein Gefäß. Na, so einfach wird es doch wohl nicht sein, oder? Ich sehe den Ausgang da hinten. Lala, Bluga sieht rot. Oh Gott, guck mal hier. Also es ist ein Scheinwerfer, kein Gefäß. Oh nein, bitte, dass sie jetzt nicht aus dem Wasser kommen. Harriet. Oh, was ist mit ihr passiert? I'll be glad to be of assistance. Ah, oh, like your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Was hat er sich gerade gespritzt? Oh nein, nicht wieder dieser Kackarm.
Okay. Ich sitz gerade, by the way. Glaubt ihr, dass du eine gute Mutter bist? Ich weiß nicht, ob wir das essen sollten, ehrlich gesagt. Bah. Ist ja ekelhaft. Oh, WTF. Ganz schön langsam war eigentlich. Aber sie trifft. Die Musik dazu klingt wie so ein Kack-Tanz, den wir hier machen, ey. Noch einen Moment warten sollen. Oder auch nicht. Ist dein Ernst? Wie oft ist das heute schon passiert? Wir killen, dann sterben wir am Ende. Weil sie platzen. Ist nicht dein Ernst? Gerade, oder? Ach, leck mich doch. Das war voll easy eigentlich. Aber nein, sie muss ja noch platzen am Ende. Lecco mio, ohne Witze, ey. Warte, jetzt fress ich hier ein paar Ratten so. Oh Mann, das gibt's gar nicht, ne? Also das... Also jetzt mal ganz ernst und ohne Spaß jetzt mal hier, ja? Also im Gegensatz zu den anderen Kämpfen, die wir hatten, ja? Ist das echt ein Witz hier gerade? Wenn ihr mal ehrlich seid. Ich nehme diesmal auch ein Dings hier. Reicht, wenn ich ihn mit der Keule über den Kopf haue. Diese Giftdinger, ne? Die sind schon ein bisschen ekelhaft. Na komm, einmal beißen. Und weg. Ekelhaft, Jonathan. Kannst du sowas beißen? Warum steckt der sich eigentlich nicht mit dem Shit hier an? Das nächste Mal stehe ich mich weit weg von ihr. Wird das auch nicht nochmal passieren? Autsch. Ach ja, stimmt, der hat sich ja diesen Shit. Hat sie sich gerade selber hat sie sich gerade selber angesteckt? Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Weg, 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 weg. Was? Was? Hallo? Du siehst ja cool aus. How intensely, how irredeemably are you all going to suffer?
Die sieht ja nice aus. Oh, ich hab mich erschrocken. Tue ich dir überhaupt was? Okay, die sieht nice aus, aber ich mache gar keinen Schaden. Ist, das ist mein Leib, was? Was? Ich mache hier gar keinen Schaden. Aua. Okay. Autsch, autsch. Eat, for this is my body. Also, die sieht mega cool aus, ne? Aber ich bin gerade so ein bisschen ratlos, wie ich die töten soll. Boah, da bin ich ja morgen noch beschäftigt. Autsch. Die heilt sich. Sicher, dass sie sich heilt? Ich gucke gerade auf ihr Leben, aber... Nee. Nee, also oder? Hast du hingeguckt, ihr Matt? Ich glaube nicht, dass sie sich hält. Autsch. Ich glaube auch nicht, dass sie sich heilt, ehrlich gesagt. Das macht... Oh nein, sie hat sich dann rausgeholt. Oh nein, sie wird zu Sorg. Hilfe. Oh shit. Oh shit. Was passiert? Hier. Gerade. Hey girl. Du hast mich erschaffen, jetzt sei doch nicht so zu mir. Aua. Oh Mann, ich habe keine Links dabei, ey. Ich habe nichts Effektives. Achso, warte mal, doch, ich habe eine Idee. Ich wechsle mal kurz. Die hat ja keine... Warum bin ich da nicht vorher auf die Idee gekommen, meine Säge rauszuholen? Die gibt mir noch Blut. Eine Mischung aus Striker und Shy. Macht das andere denn gar keinen Schaden? So, so kann ich wenigstens mein Blut auffüllen. Dann kann ich meine Keule rausholen. Auch wenn sich das ein bisschen falsch anhört. Autschi. So.
Ja, es geht nicht um den Schaden mit der Säge. Ich nehme die Säge, um Blut zu bekommen von ihr, damit ich mich heilen kann. Ja, klar, komisch, ich weiß. Aber ich mache ihr mit dem Knüppel halt am meisten Schaden. Oh nein. Oh nein! Warum habe ich das nicht vorher gemacht mit der Säge? Das Ding ist halt, der Knüppel macht übelst Schaden und mit der Säge kriege ich Blut zurück.